gewisse Sachen zu machen, wo alle sagen, das geht doch sowieso nicht. Dann mache ich das recht. Ich bin Bianca. Ja, ich bin hier, um meinen Wunsch zu erfüllen, Kreisparkett zu fahren. Alles so, was mit der Action zu tun hat, das ist total mein Ding. Ich fühle einfach, dass ich dann lebendig bin. Ich habe die progressive Muskeldystrophie. Das habe ich von der Geburt an bekommen. Als ich meine erste Expedition gestartet habe, da waren für mich total Kreuzworträtsel, wie mache ich das, was ich will. Mittlerweile ist das so, wo ich denke, ich weiß, was ich an Hilfsmitteln brauche. Und ich brauche natürlich die Menschen. Das ist wichtig. Ohne die Menschen bin ich verloren. Bianca spielt für mich meine Hauptrolle in meinem Leben. Es macht mir Spaß, ihr solche extremen Sachen zu ermöglichen. Dass ich was Extremes machen möchte, das war, nachdem meine Schwester gestorben ist. Da hat sich bei mir ein Schalter aufgelegt. Das erste Mal habe ich gesagt zu Andreas, ich möchte nach Afrika. Ich möchte einfach eine Safari machen. Ich möchte das Gefühl haben, dass sich da gleich für jede Ecke irgendwie ein Stromstecker ist. Wir machen das und dann funktioniert das. Durchgerüttelt zu werden, diese Geschwindigkeit, dann der Wind, der dir gegen das Gesicht presst. Das ganze Paket, man war erschöpft, man war sprachlos. Ich hätte hochspringen können, ich hätte schreien können. Das ist schon ein geiles Gefühl. Normal, unnormal, verrückt zu sein. Das ist eigentlich mittlerweile was Normales, so verrückte Dinge zu tun, weil es ja auch theoretisch einfach umzusetzen ist. Dauert ein bisschen länger. Ob man laufen kann oder nicht laufen kann, spielt keine Rolle. Ich glaube, das macht einfach nur der Kopf. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ach, ich kann nicht mehr, ich bin völlig am Ende. Und ganz oft ist es diese extra Meile, wie man so schön sagt, die einem dann die schönen Situationen im Leben beschert. Ich will richtig treu sein. Ja, ich atme zwar nicht selber, kann ich atmen und ich habe Lust aufzustehen. Und ich will sein Ding, das Leben einfach schöner. Und das ich immer hocharbeiten. Jede Sekunde habe ich eigentlich darüber nachgedacht, wie dankbar ich bin, dass ich es erleben darf. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich hoffe, dass ich viele Menschen zum Nachdenken gebe. So einfach an sich selber ein bisschen zu denken. Und das Leben auch zu genießen, weil es einfach zu kurz ist.